Also verhältnismäßig auch, bum, bum, bum. Erstens eine Welt ohne Armut würde das Resultat sein. Die Armen, die jetzt arm sind, würden sich selbst herstellen. Zweitens eine Welt ohne Druck, Arbeitsplätze zu schaffen. Denn wenn die Arbeitsplätze ausgehen, tut man einfach mehr Selbstarbeit. Weil kein Druck mehr, Arbeitsplätze zu schaffen. Nicht mehr eine Welt, in der wir jeden und alles für die großen Konzerne tun müssen, weil wir ja dann unter Umständen wach geworden sind und es ist uns klar geworden, dass die großen Konzerne keine Arbeitsplätze schaffen, sondern nur Arbeitsplätze abschaffen und dass die Produkte, die wir wirklich brauchen, die können wir selber herstellen. Also wir brauchen die großen Konzerne nicht, die können in Grönland unter dem Eis produzieren, was sie etwas abkühlen wird. Zusätzlich dazu kein Stress. Und jetzt der wichtigste Punkt, der philosophische Punkt, nämlich leider, leider, die Revolutionen, die wir bisher in Szene gesetzt haben, sind sehr enttäuschend. Sie haben nicht die Freiheit und die Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit und Gleichheit und sowas, aber auch nicht im Entferntesten, nix. Und schon gar nicht freie Menschen. Und was ist denn ein freier Mensch? Ein freier Mensch ist nicht ein Mensch, der die Wahl hat zwischen zwei Parteien. Man kann einem Vegetarier die Wahl geben zwischen Rindfleisch und Schweinefleisch. Und wenn man einem Vegetarier die Wahl gibt zwischen Rindfleisch und Schweinefleisch, hat man ihm nicht viel Freiheit gegeben. Und die Wahl zwischen Parteien sind fast immer Wahlen zwischen Rindfleisch und Schweinefleisch. Also ein freier Mensch, und ich spiele an auf den Feminismus, ist mehr ein Mensch, der herausgekriegt hat, was sie wirklich will, wer sie wirklich ist und die dann auch die Kraft hat, das, was sie ist und was sie wirklich will und was sie darstellt und ihre Persönlichkeit durchzusetzen. Das ist ein freier Mensch. Und das kann die Arbeit besser erreichen als alles mögliche andere, was ich vorhin schon erwähnt habe. Inklusive Meditationen und so weiter. Also das ist der Anspruch der neuen Arbeit, das unter Umständen. Ja, es entsteht eine andere Kultur, ohne Stress, ohne Reklame, aber es entsteht eine Kultur, in der tatsächlich durch die Arbeit und nicht durch irgendetwas anderes die Menschen befreit werden.